Ein Wasserrohrbruch hat heute Nachmittag den Verkehr auf der Dingsbaluer Straße in Bocholt lahmgelegt. Auf dem Gehweg in Höhe eines Friseursalons entstand ein größeres Loch. Als Erstmaßnahme haben wir abgesperrt, damit keiner in dieses Loch da reinfällt, weil für uns war klar, da muss irgendwo der Sand muss ja hergekommen sein, also muss ein Loch entstanden sein. Jetzt ist abgeschiebert worden, die Wasserleitung, und jetzt wird das freigebaggert, damit man das Leck abdichten kann. Besteht die Möglichkeit, dass ein Schieber geplatzt ist, dass so ein Loch in der Leitung ist, das kann man so noch nicht sagen. Die Straße aus und in Richtung Niederlande wurde zwischen dem Tunnel und der Sparkasse gesperrt.